Wie entsteht Bewusstsein? Wie denken und entscheiden wir? Wie entwickelt sich Sprache? Bis heute sind diese Fragen unbeantwortet. Fragen, die nicht nur für Philosophen interessant sind, sondern auch für Neurowissenschaftler. Deshalb fördert die Berlin School of Mind and Brain junge Nachwuchswissenschaftler, die an der Schnittstelle zwischen Geist und Gehirn forschen. Doktoranden aus aller Welt arbeiten in der Graduiertenschule der Berliner Humboldt-Universität und deren 17 Partnerinstituten an ihrer Promotion. Für ihr einzigartiges fachübergreifendes Konzept erhielt die Berlin School of Mind and Brain 2006 den Exzellenzstatus der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wesentlichen Anteil daran haben die Gründer und wissenschaftlichen Koordinatoren der Graduiertenschule Prof. Dr. Arno Villringer und Prof. Dr. Pauen. In den letzten Jahren wurden in den Neurowissenschaften Möglichkeiten und Techniken entwickelt, die es uns erlauben, Dinge zu untersuchen, die traditionell eher in den Geisteswissenschaften untersucht wurden. Fragen, wie die Sprache funktioniert, Fragen des Bewusstseins, der Entscheidungsfindung. Diese Dinge können wir plötzlich mit unseren Verfahren direkt am menschlichen Gehirn untersuchen. Wir haben aber auch festgestellt, dass es noch viel besser geht, wenn wir das zusammen mit denen tun, die wirklich von diesen Fragen etwas verstehen. Ja, ein gutes Beispiel dafür ist das Phänomen des Bewusstseins. Es ist schwierig, ein gutes Experiment zu Bewusstsein zu machen, wenn Sie sich nicht vorher darüber verständigt haben, was man sinnvollerweise unter Bewusstsein verstehen kann. Und das ist eine philosophische Frage. Das klären Philosophen. Anderes Beispiel ist das Phänomen der Willensfreiheit. Auch da kommt es wieder darauf an, sich erstmal darüber zu verständigen, was ist denn eigentlich Freiheit? Welche Fähigkeit muss eine Person haben, um frei handeln zu können? Und dann können Sie das empirisch untersuchen. Daniel Margulis verkörpert das Prinzip der Verknüpfung von Geist und Gehirn ganz besonders. Daniel ist aus New York nach Berlin gekommen. Nachdem er seinen Bachelor in Philosophie in der Tasche hatte, widmete er sich den Neurowissenschaften. Der 28-jährige Doktorand beschäftigt sich mit der Rolle spontaner nervlicher Aktivitäten im Zusammenhang mit der Veränderung von Wahrnehmung und Verhalten. Ich begann mich dafür zu interessieren, wie die Neurowissenschaften im Diskurs rund um die Psychiatrie und um Vorstellungen über psychische Störungen so dominant werden konnten. Ich wollte herausfinden, wie das funktioniert und bekam einen Job in einem Labor. Dann verliebte ich mich geradezu in die Arbeit und darin, über diese Dinge nachzudenken, Experimente zu entwickeln und mich auf diese Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen. In Eigeninitiative hat Daniel einen Workshop organisiert, der nicht im Lehrplan steht. Die Gruppe nennt sich Neuropsychoanalysis Young Investigators. Daniel Margulis hatte die Idee, sie zu gründen. Heute treffen sich die jungen Neurowissenschaftler, Psychiater und Soziologen zum ersten Mal. Ab jetzt wollen sie regelmäßig Ideen und Erfahrungen austauschen. Währenddessen bereitet Friederike Hohlefeld in der neurologischen Abteilung der Universitätsklinik Charité einen Versuch vor. Die 25-Jährige ist Psychologin und arbeitet seit einem Jahr an ihrer Doktorarbeit. Die Berlin School of Mind and Brain ist für sie genau der richtige Ort dafür. Seit Beginn meines Studiums fasziniert mich der Zusammenhang zwischen psychologischen Vorgängen, zum Beispiel Lernen, Imagination, Gedächtnis und den entsprechenden neurophysiologischen Veränderungen im Gehirn. Und dieser Zusammenhang ist zentrales Thema bei der Berlin School of Mind and Brain. Und insofern bietet diese Schule optimale Rahmenbedingungen, um diese Themen als Doktorand zu verfolgen. Friederike Hohlefelds Forschungsgebiet ist die sogenannte Gehirn-Computer-Schnittstelle. Sie erlaubt es, allein durch die Gehirnaktivität mit der Umwelt zu interagieren. Ohne den Einsatz der Hände, nur durch ihren Willen, kann die Probandin den Cursor der Maus bewegen. Dies wird durch die Messung der Gehirnaktivität möglich. Allein die Vorstellung, die Maus zu bewegen, verändert die Aktivität im Gehirn. Ein mathematischer Algorithmus kann dies differenzieren und die Software entsprechend steuern. Diese Methode wird vor allem für Patienten entwickelt, die in ihrer motorischen Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, beispielsweise für Querschnittsgelähmte. Außerdem können so grundlegende psychophysiologische Phänomene untersucht werden. Bei ihrer Arbeit werden die Doktoranden von zwei Wissenschaftlern betreut. Auch hier kommt die interdisziplinäre Ausrichtung der Berliner Exzellenzgraduiertenschule zum Tragen. Denn die Betreuer kommen jeweils aus dem Neuro- und dem geisteswissenschaftlichen Bereich. Insgesamt sind 60 hochrangige Wissenschaftler an der Berlin School of Mind and Brain beteiligt. Am Abend treffen sich die Doktoranden zu einem der Höhepunkte des Jahres, den Berlin Brain Days. Hier kommen die Studenten aller neurowissenschaftlichen Graduiertenschulen der Stadt zum Ideenaustausch zusammen. Inzwischen gibt es schon 7 solcher Trainingsprogramme in Berlin.
Eine Vielfalt, von der die Doktoranden der Berlin School of Mind and Brain nur profitieren können.